Ärgerlich. Na super. Sorry, gehört das etwa euch? Ich fühle mich geschmeichelt, aber für zwei bin ich echt nicht in Stimmung. Kann ich jetzt irgendwie... Nee, kann ich nicht. Schade. Schade eigentlich. Schade eigentlich. Schade. Steht da auch schon einer. So, ich hab's im Gefühl, jetzt wird's was. Jetzt wird's gut. Na. So, kurz mal heilen. Heilen. Reload. Scheiße. Wenn die voneinander separiert sind, ist natürlich auch keine schöne Sache. Man muss sie irgendwie zusammentreiben. Oh Gott. Ah, und ich hab kein Messer. Jetzt hab ich kein Messer mehr. Oh nein, oh nein, 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 oh nein, ah! So, ist die andere immer noch unten, oder was? Nein, sie ist da, schön. So, dann schauen wir mal. Es wäre schön, wenn die mir mal entgegenkommen würde. Oh Mann. 7 Schuss aus dem Scharfschützengewehr. Hast reine Bauchtreffer. Jawohl, Avatar. So, und schauen wir mal, wie die jetzt kommen. So, für euch Spinner, ich jetzt keine Zeit und keine Munition. Wo sind die Wählerschwestern? Da kommt einer. Letzter Schuss aus dem Scharfschützengewehr. Ich glaube, einer ist tot. Einer haben wir. Oder einer hat sich wahrscheinlich selbst erledigt. Einen haben wir. Nein, Alter, du sollst hier nicht runterspringen. Oh, Scheibenkleister! Lass mich in Ruhe. Hau ab! Sollte doch einfach bloß die Leiter umstoßen. Ist ein Händler mehr? Nee, nicht.
Okay, Bele Bele Schwestern sind am Arsch. Jetzt nur noch der Klinski ausschalten. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt, ich bin so aufgeregt, ich bin so aufgeregt. Oh. So, dann kommt hier jemand. Bleib tot. Das wird laut. Hau ab! Echt, ist nicht dein Ernst. Ist nicht dein Ernst. Ich krieg hier deinen Krampf im Finger. Geht aufs Haus. So. Sehr gut. Yes! Oh Mann, Alter, das war ja gerade eine Geburt. Ach, Kobel, das hat mich aber gefreut. Schön. Danke, dass wir eine Kobel haben dürfen. Scheiß Kobel! Sei ehrlich, ey. Nicht mal einen schönen fetten Klunker oder irgendwas. Nein, eine Kobel. Ach, Ashley, hallo. Grüß dich. So, hier von Marie. Danke, Mutti. Danke, danke. Bianca. Vielen Dank. 257, nur die erste. Ah, solange die Sprüche noch sitzen, geht's noch. Genau. Ha, so, also die Bela-Schwestern waren auch so Angstgegner von mir, muss ich sagen. Verletzt? Nein, mir. Verletzt. Mir geht's gut, denke ich. Hast dich gut geschlagen. Im Spiel. Das erste Mal, dass du vor irgendwelchen Spinnern flüchtest. Soll das etwa ein Kompliment sein? Sind ja das immer für Geräusche, was die machen, Alter? Das hört sich an. Ich kann... Wieso denn? Okay, jetzt nach oben. Guck mal, ich mal kurz ein Fass an. So, machen wir erstmal eine Bestandsaufnahme. So, ich bin am Arsch. Keine Munition. Ich bin einfach nur. Ich bin einfach nur am Arsch. Ach. Und das Ding hat er nicht genommen, unsere Arbeit. Gewehrmunition. So, dann machen wir jetzt hier eine Viertelstunde. Immer hoch und runter. Und dann wieder runterspringen. So, was haben wir hier? Ah, zwei Fässer. Schön. Wie seht das? Und eine Blendgranate. Cool. Noch ein bisschen Munition. Badabem, badabum. Was? Schießpulver. Und wir haben alles. Sehr gut. Weiter geht's. Okay. Komm. Okay. Ashley. Boah, nicht jetzt gegen ihn, ey. Deine Seele muss gereinigt werden. Ja, klar. Komm, Kind. Ashley, lauf! Na toll, na toll. Und da vorne sind noch mehr. Schön, ne? Wir rennen einfach weg. Wir hauen einfach ab. Handlungsunfähig, Ashley. Wenn Ashley einen Angriff ausgesetzt ist, wird sie vorübergehend handlungsunfähig. Wird sie in diesem Zustand erneut angegriffen, stirbt sie. Ich freue mich, das ist schön. Ignoriere sie einfach. Ja, das ist blöd. Was jetzt? Mission gescheitert.
Achso, die dürfen Ashley nicht kriegen. Der Dorfvorsteher. Mendes. Das ist übrigens Mendes. So, Zwischensequenz okay. Mit. Komm. Okay. Ashley. Beilung! So, Ashley. Es gibt kein Entkommen. Wir müssen irgendwie. Ignorier sie einfach! Oh, fuck. Die haben megamäßig Power auf der Knifte. Steht auf! Steht auf! Alles okay? No, hab ich aber eine Zwiebel gekriegt hier. Scheiße. Ah. Okay, also die Red 9 hat jetzt ein bisschen mehr Power tatsächlich in dieser Sequenz. Scheinbar muss ich alle töten. Oder irgendwie so handlungsunfähig machen, dass sie nicht angegriffen wird. Oh Mann. Ah, Leben sieht auch nicht so geil aus. Wird Zeit, den Fisch zu essen. Wir essen jetzt mal einen Fisch. Ein paar Omega-3-Säulen ist ja auch mal eine wichtige Kiste. So. Nein, Mann! Ach, ey! Aber jetzt wird's was. So, wenn ich sag mal was jetzt, ich möchte jetzt ruhig sein. Ist schwierig. Also, wie willst du da durchkommen? Vor allem mit, also wirklich mit Ashley, das ist, ja, keine Ahnung. So, ihr macht euch jetzt ungefähr eine grobe Vorstellung, warum das so ein nervender Charakter ist. Also, jetzt noch tatsächlich. Okay. Aber, Okay. Ashley! Komm bleiben. Ignorier sie einfach. Was ist denn jetzt los hier? Was ist denn du? Was war gerade hier? Ja, weiß ich auch nicht. Wurde gerade aus dem Spiel geschmissen. Hallo. Was ist denn nun? Was ist denn nun los? Was ist? Die Schnürsenkel! Die scheiß Schnürsenkel! Ich krieg eine Marke!
Dann lauf! Gerade so. Oh. Ja, da guckst du Mendes. Ha? Nächster Angstgegner. Oh Gott, na das war ja jetzt hier, war ja ein Albtraum. Hör zu, er ist hinter dir her. Wenn er nochmal aufkreuzt, lauf! Was ist mit dir? Ich mach meinen Job. Benny, du kennst das Haus? Ist Bakers anwesend, was? Nein. Sieh dich um. Dir fällt mit Sicherheit was ins Auge. Willkommen. Na dann, was kann ich für dich tun? Kelch der Buße. Den Kelch der Buße können wir tatsächlich mal verkaufen, indem wir den jetzt kurz noch mal ein bisschen aufpimpen. Oder, ach nee, das sind Eckesteine. Ah, der Kelch der Buße. Nächsten Mal. So, ich bin jetzt mal verführt zu sagen, ich packe die weg und hole mir die große Schlumpe. Also hier aus dem Menü wieder. Problem ist jetzt halt nur der Platz. So. Ich würde auch die jetzt erstmal zurückpacken, weil die... Weiß ich nicht. Hat jetzt erstmal nicht so tatsächlich den Spaß gebracht, wie er hofft. Mal ganz blöd gesagt. Ich würde sie nicht verkaufen, aber ich würde sie erstmal wegpacken. Kannst du die aber nachladen? Achso, wohl, weil du hast ja eh noch zwei Pfeile. So, weil das wirklich Grausame erwartet uns jetzt hier tatsächlich in diesem Umschuppen hier hinter uns hier. Achso, Koffer. Wollen wir nochmal den Koffer irgendwie anpassen? Ihr Lieben. Jetzt nochmal alle Konzentration nochmal zurecht ruckeln hier irgendwie. Na, aktuell kriegen wir nur mehr Geld, ne? Aktuell kriegen wir nur mehr Pesetas durch den Goldkoffer. Also die Frage, brauchst du vielleicht mehr Munition als mehr Geld? Ja, das... Pistolenmunition. Ja. Ja, aber man braucht halt erstmal jetzt, wir brauchen Munition. Wir brauchen die Munition. Es geht nicht anders. Willkommen. Wofür kann ich dich begeistern? Dafür? Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Besten Dank. Mir noch mal irgendetwas reißen hier. Wenn du auch nur den Hauch einer Chance haben willst, solltest du übers Tunen nachdenken. Ach Gott, Alter. Wäre das, dann stirb mir da draußen nicht weg. So. Okay. Oder auch nicht okay, aber... So, wo haben wir jetzt... Das hier wäre es auf der 3. Okay. Wie das schon aussieht hier drinnen. Wie das hier schon aussieht. Ich würde mich da direkt aufregen. Wer hätte gedacht? Oh, Überraschung. Es ist Mendel. Der M.
Beende deinen zwecklosen Kampf. Überlasse deinen Körper dem Willen unseres Gottes. Du bist ein beschissener Missionar. Weißt du das? Oh, Allmächtiger. Gebt mir die Kraft, eure Feinde zu zerquetschen. Leck mich doch. Ashley, weg! Okay. Hasta luego. Gott, ich danke dir für deine Gabe. Viel besser. Viel besser. Du willst spielen? Dann spiel mir. Ich renn mal weg oder auch nicht, denn er hat mich. So, geh mal hoch. So, und Verpissung. Und Verpissung. Oh, okay, mit F. Mit F ist ausreichend. Für ein ekliges Auge auf dem Rücken. Nein, und es ist leer. Es ist leer. Warum nur ist es leer, wenn ich es mal brauche? Ah, guck mal, schön. Küchenmesser gekriegt. Oh. Mal eine freche Wirbelwindattacke. Schöner Rückwärtshaltung gerade gewesen. Muss man aber erstmal bringen können. Das war's leider noch nicht. Dieser eklige Knecht macht natürlich auch noch halb weiter. Das ist also. Ja. Warum liegt der schon wieder hier unten? Das war's wohl mit deiner Stepptanzkarriere. Nein, ich bin jetzt nur hier unten. Nee, kann nur wieder hoch. Oh, lass mich schnell hoch. Lass mich gehen. Ja, war gut. Oh. Ja. Natürlich lädt er in Ruhe erstmal nach, das ist ja gar kein Problem. Oh, lololololololo. Jawoll! Tschüss, Sikorsky Mendes.
fällt dir nur erstmal gleich ein Auge raus. Kleiner Backdraft. Leon, schnell! Hier stürzt gleich alles ein! Es brennt einfach mal alle komplett lichterloh, aber ja! Bestell deinem Gott schöne Grüße. So, Ashley, am Kamen voll. Na, und konntest du mal kurz ein bisschen fummeln. Ach, da brennt doch alles. Gern geschehen. Und das ist auch noch ein Funke. Danke. Puh, also das war, ho. Das Feuer sicher bald bemerkt. Lass uns weiter. Du, ich werde mich doch nicht in eine von denen verwandeln, oder? Nein, dafür sorge ich. Versprochen. Versprochen. Oh, das tut weh. Liegen lassen, ey. Ach, was ist das denn? Achso, Pesetas, ne? Achso, weil ich die da umgeschossen habe. Ärgerlich. Na, aber gut. So ist es. Mal verliert man und mal rennt man einfach nur weg. Komm. Okay. Und da haben wir die Festung. So, warte mal, hier war da noch irgendwo. Hier ist der Schatz. Na, hier ist der Dreche. Ein goldener Jeton. Ich bin hier, ich hoffe, wir... Oh. Ach, Haarfarbe rot. Na, Moment mal. Da müssen wir doch gleich mal gucken. Haken wir nochmal nach. Haarfarbe rot. Kommt eigentlich ein bisschen cooler als blond, finde ich. Passt doch ein bisschen besser, oder? Was sagt ihr? Also ich find's jetzt cool. Kleines Emo-Girl. Jupp. Alright. Now enter the Festung. So. Takeshis Castle. Oh, hat da jemand was gesagt? Tja, wenigstens kann uns so keiner folgen. Na komm. Und damit haben wir das Schloss erreicht.